Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, mein Kollege Dr. Gero Hocker hat Sie, Frau Ministerin, während der letzten Haushaltsberatungen hier an diesem Pult dazu aufgefordert, doch endlich einmal anzuecken. Er hat Sie aufgefordert, sich endlich für die Interessen der landwirtschaftlichen Betriebe einzusetzen. Er hat Sie aufgefordert, sich nicht nur den Wohlfühlthemen zu widmen. Und ich muss diesem Wunsch heute hier noch mal Nachdruck verleihen. Sehr geehrte Frau Ministerin, bitte beenden Sie endlich Ihren Kuschelkurs in der Landwirtschaftspolitik. Wir besprechen heute den Haushalt für das Jahr 2019. Und wenn man sich diesen genau anschaut, dann erweckt er nicht gerade den Eindruck, als ob Sie vorhätten, diesem wohlgemeinten und notwendigen Rat zu folgen. Sie bauen Ihr Ressort um zu einem Ministerium für den ländlichen Raum. Das ist ein Stück weit verwunderlich, da Ihr Kabinettskollege Horst Seehofer ja darauf bestanden hat, das Thema Heimat in sein Ministerium zu holen. Und im ländlichen Raum, da leben, es wurde hier schon gesagt, rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung sind. Die sind dort zu Hause, und ausweislich des Haushaltsentwurfs könnte man meinen, dass Sie für dieses überaus wichtige Politikfeld ganz alleine zuständig sind. Wenn man genau hinschaut, sieht man aber besonders viele geheimatliche Gefilde wollen Sie offenbar dem Heimatminister Seehofer nicht ganz allein überlassen. Ich frage Sie also, hat es die Hälfte unserer Bevölkerung verdient, Zankapfel im Kompetenzgerangel zweier Unionsminister zu sein? Nein. Bitte einigen Sie sich also schnellstens, wer von beiden wofür zuständig ist. Der ländliche Raum ist aber eben auch Landwirtschaft. Und Ihre Aufgabe ist es, vor allem dafür zu sorgen, dass erwerbsorientierte Landwirtschaft auch zukünftig möglich ist. Die Freien Demokraten wollen Betriebe, die sie aus eigener Kraft am Markt behaupten können. Und das, sehr geehrte Frau Ministerin, das sollten Sie den landwirtschaftlichen Unternehmern durchaus zutrauen. Befreien Sie also die Landwirte von ihrer derzeitigen Bittstellerposition. Machen Sie sie nicht zu dauerhaft abhängigen staatlicher Transfers auf Kosten der Steuerzahler, sondern sorgen Sie dafür, dass Landwirte selbst steuerfreie Rücklagen bilden können. Denn sonst passiert es, wenn staatliche Sonderhilfen zur Gewohnheit werden, dass man sich daran gewöhnen muss. Deshalb werben wir auch hier nochmal dafür, die Landwirte in die Lage zu versetzen, zur Risikovorsorge steuerfreie Rücklagen bilden zu können. Ich hätte mich gefreut, wenn wir auch im Haushaltsentwurf dazu schon etwas hätten lesen können. Aber gute Nachrichten, Hilfe ist nah. Als Service-Opposition legen wir bereits diese Woche ein ganz konkretes Konzept vor, damit Landwirte auch zukünftig eigenverantwortlich vorsorgen können. Und ganz offensichtlich ist ja auch die CSU ein Stück weit überzeugt davon, denn sie hat weitestgehend unser Konzept kopiert. Und wir sind gespannt darauf, ob sich die Kollegen der CSU zumindest in dieser Frage einmal gegen ihre Schwesterpartei durchsetzen können, anstatt ein weiteres Mal umzufallen. Ganz grundsätzlich kann man den Eindruck gewinnen, dass die Regierung der Zeit ständig hinterherrennt. Das Tierwohl ist hierfür der beste Beweis. So gibt es seit geraumer Zeit die gut funktionierende, privatwirtschaftlich organisierte Initiative Tierwohl, unter der mittlerweile jedes dritte Schwein in Deutschland zertifiziert ist. Parallel lesen wir jetzt, es wären 33 Millionen für das Marketing eines staatlichen Labels für Schweinefleisch in die Hand genommen, gegen die dahinstehenden Intentionen, das Tierwohl, dagegen ist nichts zu sagen, das Ansinnen teile ich durchaus. Aber ob dieses geplante staatliche Tierwohl-Label dafür einen nennenswerten Beitrag leistet, bleibt allerdings zweifelhaft. Auf der einen Seite gibt es, wie gesagt, ein solches Label schon. Und man macht womöglich mit staatlichem Geld dieses eher zunichte. Auf der anderen Seite lassen Sie ganz aktuell die Landwirte bezüglich der konkreten Ausgestaltung im Wagen. Es fehlt zum Beispiel, es klang hier auch schon an, weiterhin dringende Antworten zur Zukunft der Schweinehaltung in Deutschland. Und das in einer Branche, in der Planungssicherheit das A und O sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte noch kurz auf die Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel eingehen. Denn auch in diesem Bericht, in diesem Bereich lassen Sie die Landwirte im Regen stehen, auch wenn dies in Dürrezeiten positiver klingt, als es ist. Sie bleiben hier drängende Antworten schuldig. Man gewinnt den Eindruck, dass Vertrauen in Wissenschaft nicht mehr vorhanden ist, dass stattdessen wilde Theorien aktiver Campagneros statt Fakten die Debatte beherrschen. Und hier wünsche ich mir Konzepte, wie wir das wieder ändern, dass die Bevölkerung Vertrauen hat in diese Zulassungsverfahren.
Bedingungen und dass wir das Kompetenzwirrwarr auflösen. Zum Schluss noch einmal ein Blick auf Ihren Haushaltsplan. Ihr Plan für prioritäre Maßnahmen, der weist 27 Punkte auf. Liebe Frau Ministerin, wer ganze 27 Prioritäten hat, der führt seine Vorhaben in den Dschungel der Beliebigkeit. Bitte, bitte konzentrieren Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge, anstatt sich blind in einem medienwirksamen Aktionismus zu verzetteln. Bitte entscheiden Sie auch selbstbewusst, welche Dinge dies sind. Und hier schließt sich dafür der Kreis. Dafür müssen Sie halt anfangen anzuecken. Sie müssten beginnen, Ihren Kuschelkurs zu beenden. Ansonsten werden Sie sich diese Vorwürfe auch bei den nächsten Haushaltsberatungen von den Demokraten, den Freien Demokraten, weiterhin anhören müssen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Amira Mohamed Ali, Fraktion Die Linke.